Yes, ja, Use, Jung. Willkommen zu noch einer Edition von ECV. Ich bin Namibia. Bin gerade in meinem Schengen-Wagen, habe gerade einen Anruf gekriegt von drei Boys. Und denen habe ich einen Song zusammen gemacht. Die heißen House Guru Gang. Und die haben mich gerade angerufen und sagen, ich habe actually noch geschlafen. Ich lag gerade im Bett oder so, habe so ein bisschen gedöst, weil das heißt in Namibia. Shit, wir haben so eine Trockenheit gerade hier. Die haben angerufen und haben gesagt, Dude, wir sind hier gerade uns am Suits und Outfits und alles am Suchen. Bitte komm vorbei und helf uns ein bisschen. Wir wollen so ein African Swag ins... Wir drehen... Okay, sorry. Wir drehen ein Musikvideo in 2 Tagen. Und die Boys sind heavy excited. Und die wollen richtigen, proper, alles Dress, alles anhaben. Und dann haben die gesagt, komm vorbei. Und genau das machen wir jetzt. Weil in Namibia, nehme ich meine Kamera mit, da ist immer irgendwo was los. Irgendwas ist exciting. So trust me. Bleibt dran. So, ist echt schon eine Weile, dass ich euch mal wieder mitgenommen habe hier, Vlog-Style, auf meinem Channel, vor allem in Namibia, weil ich immer mehr und mehr so nicht so einen coolen Vibe hatte, was das Ganze angeht, weil man brettert und gibt sich Mühe, like a motherfucker, und dann ist irgendwie da ein Algorithmus, irgendwie irgendwas wieder ein bisschen komisch. Bis ich jetzt beschlossen habe, weißt du was, scheiß drauf. So, mach einfach. Und die Leute, die das sich angucken und liken, hey, good luck. Und weniger versuchen, sich zu vergleichen mit anderen People und was die machen. Und denen ihre Views und so ein Stuff. Und einfach nur Spaß zu haben und dich selber zu sein. Und der Rest, egal. Ja, ist eine sehr krasse Trockenheit bei uns gerade in Namibia. Das sieht alles richtig, richtig trocken und traurig aus. Normalerweise ist es ein bisschen grüner hier. Also dieser Klimawandel und all diesen ganzen Stuff, den kriegen wir hier volles Brett mit. Also es ist so trocken, wie es seit 100 Jahren nicht war, sagen sie. Ich weiß nicht, wer die sind, aber auf jeden Fall hört sich das heavy an. Man sieht das auch, im ganzen Land ist extrem trocken. So. Angekommen. Anbremse, let's go. Independence Avenue. Alte Kaiserstraße. Yes. Ja, Namibia ist für mich immer ein richtig voll von oben bis unten, von rechts bis links, alles voll. Jago. Der Dude checkt dann die Autos hier. So, irgendwo hier müssen die Boys sein. Komm, ich ruf mal an. Okay, I'm here, man. Where are you? I'm seeing Luis in Clara's Market. Okay. Your hand is up. Okay, okay, see you. Cool, man. Ich muss nur über diese Straße hier rüberkommen. Das wird nicht so easy. Die ist nämlich... Ich follow einfach den. Der weiß, wie das geht. Oh. Da ist er schon. Josie heißt der. Von der House Guru Gang. How's it, bro? What's up, bro? Bad neighbors. Sorry, I just called you out like this, man. Yeah. Okay. So this is where the magic happens. This is where the magic happens. Okay. How's it, bro? The whole look. Hey. We're putting it together, man. Shut up. Yeah. Check. Bad neighbors is already there. House Guru Gang. Yes, yeah. Okay, so what's the plan? You need advice from a professional. Yeah, you know what I'm saying? Yeah, and also we're just trying to get a look that is youthful. Yeah. I'm saying, but yeah. Still, you know, because we don't want to. I'm sure you're going to have your non flavor swag going on there. Yeah, so yeah. We want to keep it to that level as well. Yeah. You know? Even this, ne? Yes. Yo, I would rock this, ne? I think I would love this. Sure. I would love this. Yeah. This looks like money. Yeah. I'm sorry. Okay, wir haben ein kleines Deal. Wir haben uns gestern schon getroffen. Wir haben ein kleines Deal und wir
wir wollen das Wort Money nicht mehr in unseren Songs gebrauchen. Was heißt nicht, dass ich das jemals gebraucht habe, aber das ist so ein Trend in Afrika, dass immer hier viel über Geld gesprochen wird. Also nicht nur in Afrika, sondern Amerika, überall. Eine bestimmte Movement, alles immer nur Geld, Money, Money, Money. So, deswegen hat er eben so gelacht. So, what are you looking at? Just looking for something colorful. Something colorful. Like this. Yeah. But white in the music video is always a little bit too... Must be careful. Even this one here. Hey, yeah, 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 yeah. Yeah. But you decide what you want. I'm not gonna force you. I'm just helping. Okay, so. Joe hat sich umgezogen. Das ist der Look. Hey! What hey. A little bit. I'm hey. Trying on the pants. Hey, yeah, yeah, pants, yeah, yeah. But I love yeah, this, yeah, you yeah. know? Yeah, yeah. Even socks must be colorful. Yeah, I don't know yeah, about yeah. those socks. Yeah, no, I'm gonna get but something. You know, I also have socks, ne? Yeah, I know about that. Yeah, this one in the middle with the NAM flag on, ne? So maybe I must get you that one, but it has definitely. Yellow. Ach, doesn't matter. We'll just try it. Doesn't matter. So, das ist wirklich ein volles Programm. Ne? Ich habe gefühlt von morgens bis abends immer was los. Heute Morgen war ich noch beim Radio-Interview bei Touch FM. Für die, die es auf meinem Instagram gesehen haben, ich zeige es euch trotzdem nochmal. Guck mal hier rein. We call it! Yeah, 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 yeah. Tja, danach bin ich dann nochmal zu Shops gefahren, hab mein Zeug verteilt, hab meine Rucksäcke abgeholt. Here's where the magic happens. Da! Okay, jemand ist happy. Der macht so, jemand ist happy. See these songs. That's even better. Yeah. Even better. They also my size kind of. Because the other one was too brown, then people think you don't have any fans. This guy got jokes. I'm coming back for you. It's alright, it's alright. I'm coming back for you, bro. You can also make jokes about me. It's fine. Das ist das Wichtigste. Einfach das Leben nicht zu ernst zu nehmen und ein paar Witze zu machen, wenn es zur Hautfarbe kommt. Weil das lockert einfach alles ein bisschen auf. Weil ich merke halt oft, dass ich in bestimmten Situationen, egal wo ich bin, schwarz, weiß, gelb, grün, Leute immer nicht ganz wissen, wie mich einzuschätzen. Wie ist der Typ eigentlich? Der macht ja so eine Art Musik, aber wie ist er selber drauf und so weiter. So, ja, das habe ich einfach nur so gemerkt mit der Zeit, dass man einfach das locker sieht und Jokes drüber macht. Ne? Dann werden people auch relaxter. Was ich den Jungs aber jetzt sagen muss, ist, dass sie nicht zu viel Geld ausgeben hier. Weil das ist so mein Ding. Ich will lieber sagen, hey, spart euer Geld, anstatt hier krass Geld auszugeben für Klamotten, weil der Laden ist auch nicht billig. Bin ich eben durchgelaufen. Also, ich gebe nicht so gerne so viel Geld aus für Wäsche, deswegen. Ich muss jetzt mal kurz sagen. So, wir checken uns jetzt gerade dieses Ding an. Wir finden das einfach richtig geil, weil es hat irgendwie Swag. Aber this is the only one you have. It's on this person. He's very white, he needs to get some sun, ne? Juh! Juh! Even I look like a dark man with this. Are the ladies happy? She's getting the other Oxygenos thing. Oh. Are you happy with what you saw? Do they look kind of sexy, bad neighbor? What can I say? I really don't know guys. You don't know guys? Did you not like I mean, for the look that you guys are going for, yeah. I'm lost. You lost? Okay. I'm lost. Are you happy? Are you happy? Is that the swag? So what do you like when you see guys? Or you more like you more of the other type, you like more females? I don't know. No, could be. No, it's not bad. But what do you look for in a guy? What do you look for? Must be more of an official kind of. Official. Okay. This is the ones I take. Yes. Das wird alles genommen hier. Wir sind jetzt doch für dieses Shirt gegangen, mit dieser Hose. Okay, alle haben was zu anziehen. Jetzt geht's weiter. Wir wollen uns kurz nochmal die Location angucken, hier, wo wir morgen drehen wollen. Samstag drehen wollen. Und Tjo, der hat auch Swag. Check den mal, der hat Swag. Ja, 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 ja. This street is dangerous. Ich gehe hin. Ja. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und go. Ich muss aufpassen hier. Okay. Let me get that non flavor experience, bro. Yeah. Ah, man. Hey, bro, I just gotta say one thing, man. Mm-hmm. Yo, bro, I've seen you on a music video riding in this thing a lot. A lot, eh? Yes, sir. So, bro, this is like
a dream come true, bruh. Thanks a lot, bruh. Anytime, man. Anytime. Yeah, thanks a lot, bruh. Okay, angekommen. Das ist dieses große Building. Gerne da oben drauf wollen wir gerne Musikvideos drehen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wenn man hier reinkommt, weil, wie man sehen kann, überall ist nur Security. Das ist Afrika hier. Hier ist alles doppelt mit Gittern zu. Security hat uns einfach aufgemacht. Ah, krass, das war offen hier. Geil. Okay. Okay, don't fall, man. Jo. Ja. Jackie, der freut sich. Hier ist keine Abgrenzung, nix. Hier muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht hier runterfällt. Wer von euch hat Höhenangst? Das ist nichts für mich. Bleib mal hier stehen. Das sollte ein spontanes Video sein, okay? Weil ich finde einfach dieses spontane, echte, reale muss ein bisschen mehr auf YouTube wiederkommen, ein bisschen mehr auf meinen Channel kommen. Also für alle, die es geliked haben, please, please nicht vergessen. Please nicht vergessen. Subscribe. Hier unten ist ein Logo, ein Ease-Logo. Da muss man einfach nur drüber hovern und dann kann man subscriben. Ich habe wirklich gemerkt, dass super viele von euch nicht subscribed sind. Ich verstehe das nicht. So, ihr kommt immer wieder und guckt jede Woche, aber ihr subscribt nicht. So, es würde mir helfen, es würde YouTube helfen zu verstehen, was ich überhaupt mache auf meinem Channel. Und ja, checkt euch nächsten Sonntag, dass ihr reingecheckt habt. Bis dann.